Naja, willkommen zurück zum Bausimulator 2015 mit dem Bagger wieder bei uns auf dem Hof. Dieses Speichersystem mag mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt's mir doch mal in die Kommentare, ob euch das auch so hasst. Auf jeden Fall hasst's mich. So. Ja, los. Fahr mal an die Baustelle. Es wird alles einfach nur irgendwie in den Weg gestellt. Ist alles einfach nur irgendwo dahin abgestellt, wo ich es nicht hingestellt habe. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, warum das nicht funktioniert. Ich könnte mich gerade mal so aufregen. Du kommst in das Spiel, sitzt in deinem Bagger, wie du aufgehört hast zu spielen, ja? Und dann steht dein Bagger einfach auf dem Hof. Mein kleiner Anhänger ist immer noch weg. Ehrlich? So kann es nicht gehen. Mal ernsthaft. Kein Spiel, das ich mir von Astra... Naja, okay. Das ist kein Spiel, wie ich es mir vorstelle. Und schon gar nicht zu einem... Gibt's Vollpreisspiele noch? Also früher hieß das ein Vollpreisspiel. Ehrlich? Das geht nicht. Das kann nicht so einen Speicherbug haben, dass immer alles irgendwo steht. Zumindest der Container steht noch da, wo sie ihn abgestellt haben. Aber... Ich bin jetzt hier mit dem Lochbagger beschäftigt. Genau. Das war das letzte Mal schon so. Ich hoffe mal, das funktioniert einigermaßen schön. Hallo? Nein. Rückwärts. Rückwärts! Ah. So. Dann würde ich mal sagen, wir fangen mit dem Loch von vorne an. Lassen den Frust auf der Straße liegen. Und so kann ich das Loch doch gut ausbaggern, oder? Wenn ich mich hier so nach vorne stelle. Nein, das war zu weit. So. Ein bisschen gerade. Na, so. Okay, auf in den Betriebsbagger-Modus und viel Spaß dabei. Mir zuzugucken, wie ich jetzt hier rumbaggern werde. Ich habe gerade schon in der Landwirtschaftssimulator-Aufnahme ein kleines bisschen über Silvester sinniert. Das Spiel hasst mich. Definitiv hasst mich das Spiel. Warum glitscht das Ding jetzt hier so fest? Hallo? Wow. Kann ich das Loch irgendwie anders ausbaggern? Muss ich das so machen? So. Ja, ich habe schon ein bisschen so über Silvester erzählt. Silvester ist eine tolle Zeit. Ach, komm schon. Ich würde das Ding gerne mit der Maus steuern, ehrlich. Und vor allem, muss ich überhaupt den Dreck hier reinkippen? Naja, egal. Silvester. Wo war ich? Silvester, genau. Dann müsst ihr euch meine Bagger... Das ist, also, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht wirklich... Das Einfachste, über Silvester zu sprechen und gleichzeitig hier so ein Loch zu graben. Vor allem, wenn der Bagger hier rumhüpft, wie so eine kleine Maus, ja. So eine Wüstenrennmaus, so eine Wüstenspringmaus, was weiß ich. Landet das da überhaupt da drin? Ja, tut sogar. Wow. Ja, wo war ich? Wüstenspringmaus. Hier. Also, ich verstehe es nicht. Die Steuerung hätte man auch ein bisschen weniger... Klar, es ist ein Simulator, logisch. Aber man kann sie doch auch... Tro würde jetzt sagen, POX-sicher machen. Und da bin ich auch der Meinung. Man kann auch alles POX-sicher machen irgendwo. Ich habe bei einigen anderen YouTubern auch geguckt, die das Spiel auch spielen. Bei denen sieht es mit dem Bagger genauso aus wie bei mir. Also, liegt schon mal nicht daran, dass ich mich irgendwie blöd anstelle oder so. Sondern, dass die Steuerung einfach nur komisch ist. Ich kann jetzt mal kurz versuchen. Moment mal, wenn ich hier auf Escape drücke und auf Optionen. Fahrverhalten, Lenkradsteuerung inaktiv. Ja, wir haben ja kein Steuerungsschema. Standard, Euro, Standard, da kann ich nichts umstellen. Vielleicht kann man hier irgendwas umstellen. Dauer, Finanzzyklus, 1 Stunde 30. Ja, okay. Mehr Spielernamen, visuelle Hilfen. Nein, 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 nein. Vertikale Blickrichtung vertauschen. Auch nicht. Okay, vielleicht soll ich es doch einfach mal mit dem Controller spielen. Vielleicht geht es dann leichter. Das können wir beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme ausprobieren. Allerdings ist das hier
die letzte Aufnahme für dieses Jahr. Haha, hab ich euch. Der eine oder andere bestimmt, nein, Pox, hör nicht auf. Der andere hat vielleicht schon gedacht, so, Pox, ja, endlich, er hört auf. Nehmen wir Spaß beiseite. Ja, komm, jetzt schütte ich das Loch wieder zu, oder? Ehrlich? Echt jetzt? Ich kann wieder von vorne anfangen. Und dass der Bagger dann auch immer so rumhüpfen muss. Komm schon, das muss doch nicht sein. Wenn es nicht weitergeht, geht es nicht weiter, aber deswegen muss der Bagger nicht durch die Gegend fliegen. Das kotzt mich so an. Ich kann da nicht jetzt 15 Minuten lang drüber schimpfen, wie dieses Spiel hier rumbuggt. Ehrlich? Ich könnte gerade echt Rage quitten. Ich will ein Loch baggern und dann sowas. Na, ich krieg die Schaufel gerade mal zur Hälfte voll. Naja, was soll's. Ich glaube, ich muss einfach mit zwei, drei Knöpfen gleichzeitig arbeiten. Dann funktioniert das auch besser. So. Ah, einfach mit Ruhe und mit Bedacht. Dann ist auch bald der Container voll, das ist eine super Sache. Wenn ich wüsste, wie tief ich graben muss, wäre auch noch interessant. Hans-Peter, wo bist du denn? Hilf uns doch mal bitte. Komm, sonst hast du doch auch immer so... Ja, komm, guck dir das an. Ehrlich, da fällt dir ein bisschen was raus und dann ist das Loch wieder zu, oder? Wie oft soll ich das Loch noch leer graben? Da ist der Container voll, bis das Loch leer ist. Und zwar nur das Loch da vorne. Ja, also nicht das ganze Loch, sondern nur das hier vorne. Der Container ist wirklich gleich voll. Ah, okay. Wobei sich die Baggerleiste auch füllt. Auch wenn ich nur an einer Stelle rumgrabe. Nein. Sofort wieder zurück und hoch. Hoch. Schaufel heben. Was ist jetzt los? Komm schon, heb das Ding. Ja, und dann backt hier wieder alles. Guck, jetzt kann ich hier wieder so ein Bagger-Dance machen. Also, das kann echt nicht sein, dass ich die Baggerschaufel dann im Boden festglitschen und ich mich nicht mehr bewegen kann. Das sind meiner Meinung nach wirklich Sachen, die nicht passieren dürfen. Guck mal, wo ich jetzt stehe. Nein, nach oben. Bitte nach oben. So. Und jetzt stelle ich mich wieder auf meine Position. Und hier draußen fährt gerade der erste Krankenwagen. Ich dachte eigentlich, dass ich erst so morgen früh damit rechnen kann, aber es ist soweit. Der erste Krankenwagen fährt. Geht es noch weiter hoch? Ah, ich sehe auch nichts. Achso. Klar, kann nicht gehen. Ja, ich schütze einfach mal da drüben hin, ist egal. Und dann versuche ich mich weiter an meinen Baggerkünsten. Ich glaube, ich sollte einfach noch ein bisschen weiter zurückfahren. So. So, ich stelle mich mal hier hin. Jetzt. Genau. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen schneller, wenn ich einfach so tue, als ob ich ein bisschen was baggern würde. Bin ja gespannt, wie die Aufgabe weitergeht. Wir haben ja noch Holz gekauft und Paletten, die auf ominöse Weise verschwunden sind. Allerdings nicht durch einen Speicherbug. Nein. Egal. Ja, allerdings nicht durch einen Speicherbug. Sondern einfach durch das Spiel an sich. Dieses Spiel hasst mich. Es hasst mich. Es hasst mich. Seht ihr das? Es hasst mich einfach. Ich hoffe mal, dass nicht jeder Auftrag irgendwo mit dem Bagger zu tun hat. Wobei, es ist ein Bausimulator und ich schütte was rein und das Loch wird größer. Naja, was soll's. Nein, nicht niedriger, so. Sondern, ich will hier die 60 Minuten gebuckelt.
Spiele eine Stunde. 5000 irgendwas. Okay. Errungenschaft. Wir haben eine Errungenschaft und es gibt Geld dafür. Das finde ich toll. So, jetzt darf die Anzeige da unten aber auch wieder weggehen. Warum kann ich hier nicht weitergraben? Ach komm schon. Bitte. Das Spiel mag mich wirklich nicht. Nein, nein, nein. Drehen, bitte drehen. So. Ja, und jetzt einmal in den Container bitte alles reinschütten. Ja. Jo, ist gut. 15 Minuten für so ein Loch graben. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Auch wenn es sehr schön ist, muss man zugeben, es ist wirklich eine schöne Animation. Allerdings, es ist teilweise echt nicht funktionabel und wenn man das halt so sieht, na, ihr seht ja, es ist, ich bin nur Casual Gamer und kein Vollzeit-Simulationsspieler. Vielleicht ist es auch dann einfach diese falsche Simulation für mich. Ich möchte es nicht 100% auf das Spiel schieben, aber man kann ein Spiel auch für einen Casual Gamer auslegen. So. Das sind die Leute, jetzt spreche ich genau das aus, wofür ich die Leute immer gehasst habe, die sowas bei WoW gesagt haben. Ich denke mal, es ist noch kein Baggerfahrer vom Himmel gefallen und das ist für, denke ich mal, meiner Meinung nach jeden so ein bisschen Ragequit-Potenzial, oder? Also das, ja gut, das Loch, also, ja, die Anzeige steigt, ne? Und ich denke mal, die steigt auch nur immer, wenn ich was in den Container reinkippe. Oder täuscht es einfach nur? Ah, nein, nach unten. So, hier noch ein bisschen nach außen. Na, na, na. Juhu, ich habe die Schaufel vollgebracht. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Ja. So. So, und wenn ich mit jeder vollen Schaufel, okay, dann kann man so ein gewisses Casual auch, ja, sozusagen lassen. Danke, Katze, dass du dich auf meine Tastatur legst. Ich weiß, du hast mich lieb, aber ich dich heute gar nicht. Nein. Tiefer. Nein. Ah. Warum kann ich da eigentlich nicht weitergraben? Was hat das Ding für ein Problem? Na, komm schon. Ich fahr einfach mal ein bisschen weiter nach hinten. Das Loch ist jetzt natürlich in keinster Weise schön oder sonst irgendwas. Nein, warum auch? Aber es ist ein Loch. Und es hieß nur, wir sollen ein Loch graben. Nicht ein schönes Loch. Vielleicht ist es doch einfach die falsche Kamera an sich. Kann ich da irgendwie eine Innenansicht wechseln oder so vielleicht? Das könnte gut sein, ja. So. Ah, Mist. So. So. Gehen nach vorne und nach unten. Und noch ein bisschen tiefer. Und jetzt ziehe ich hier ran. Und nein, so rum. Löffel nach oben. Alles nach oben. Und einmal schwenken. Ja. Wird schon, wird schon. Und jetzt wahrscheinlich den Container wieder wegschieben. Ja, klar, dass der Haken nicht kompatibel ist. Vor allem das spiegelverkehrt denken ist manchmal ein bisschen komisch. Aber was soll's. Wie gesagt, es ist kein perfektes Loch. Aber es ist ein Loch, das ich selbst mit meinen eigenen Händen gegraben habe und ich bin stolz drauf. So, jetzt habt das. Ich bin stolz auf dieses Loch. Weiter baggern. Nein, nein, definitiv nicht. Mach den Baustellenbereich frei, kleiner Bagger. Ja, okay, ich fahre da mal nach oben. Und ab nach hinten. So, was sagt unsere nächste Aufgabe? Mach den Baustellenbereich frei. Okay, habe ich. Habe ich. Besorge einmal Container von der Baustelle und transportiere ins Kiesberg. Okay, das können wir machen, das ist kein Problem. Dann können wir zum Abschluss der Folge, zum Abschluss des Jahres, noch einmal ins Kiesberg fahren. Ich steig mal auf der Beifahrerseite ein, gefällt mir eh viel besser. Und meine Katze schnarcht.
Hoff mal, das hört man nicht. Ich denke mal, diesmal muss ich wirklich die Stützen ausfahren. Nein. Ich sehe jetzt wieder einen LKW. Oh. So. Dann gebe ich mir mal die besten Mühe. Ich hoffe mal, dass mit den Stützen... ich hoffe mal, es geht auch ohne Stützen. Ja, es geht gerade so, auch wenn eigentlich gut was in dem Container drin ist. Kann man so sagen. Aber okay. So. Dann auf zum Kieswerk. Ich glaube, mit Ladung geht's nicht, oder? Ja. Da war was, genau. Jetzt nur nicht in das Loch reinfahren und da drin hängen bleiben. In unser wunderschönes Loch. Moment mal, ich muss mal hier kurz stehen bleiben, dann kann ich dann einen Screenshot von machen. Das wird das Thumbnail. Kiesberg. Ich fahre falsch rum. Na? So. Bevor ich das Ganze jetzt aber noch unnötig in die Länge ziehe. Ich weiß, diese Folge war nicht so besonders, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn euch mein doofes Gelaber trotzdem gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder aber sogar ein Abo. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und alles Weitere, was man noch wünschen kann. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr und zwar am 1. Januar, also morgen. Und dann, ich bin euer Pox, macht's gut, haut da rein, bis morgen wieder. Tschüss.